Moin YouTuber, hier ist der Burstfilmer bei einem brandneuen Let's Play. Wir spielen heute Gatling Gears, wie ihr schon ganz groß auf dem Bildschirm sehen könnt. Ein Twin-Stick Top-Down-Shooter, was bedeutet zwei Sticks zum Steuern, beziehungsweise einer zum Lenken, einer zum Schießen und dann gibt's noch so ein paar andere Knöpfe zum Ballern. Das ganze Spiel wird von oben aus der Vogelperspektive angeschaut. Wir steuern dabei einen großen Mech, einen großen Kampfroboter, mit dem wir uns aufmachen durch die verschiedensten Level, um massive Zerstörung zu verbreiten und natürlich, wie es meistens in solchen Spielen ist, den großen Bösewicht das Handwerk zu legen, indem wir allerlei Soldaten, Panzer und riesige Bosse erledigen. Das Spiel ist super funny, durch die extreme Zerstörung. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Wir starten einfach mal, ich drücke Start und wir legen direkt los. Das Ganze hat eine Kampagne, Survival-Modus, wo man einfach überleben muss. Und Trophies gibt es hier sogar auch, allerdings keine Platin-Trophy. Nur 100% ist hier zu erreichen, indem ihr so verschiedene Trophies holt. Ich glaube, die höchste ist eine Gold-Trophy, ja. So, wir starten einfach mal die Kampagne. Singleplayer, ihr seht hier gerade lokal Koop, ihr könnt das auch mit Kumpels zu Hause auf dem Sofa zocken oder auch online zu zweit, maximal zwei Spieler gleichzeitig. So, und wir starten den Prolog, wo es erstmal geht im Bootcamp, ein bisschen darum geht, ein bisschen die Steuerung zu lernen. Medium, Schwierigkeitsgrad. Genau, in diesem Mech sitzen diese zwei netten Herren, die man hier sieht, glaube ich. Und das Spiel ist eigentlich an sich selbst erklären. Schauen wir es uns doch mal an. Gatling Gears. So, da unten steht unser kleiner Kampfroboter. Unsere zwei Guys steigen jetzt einfach mal ein. Und damit ist das Spiel auch schon gestartet. Ihr seht, mit dem linken Stick lenke ich diese Figur. Head east to the... Okay, ich soll nach Osten. Das ist jetzt unser Lager hier. Das heißt, da die mir eh noch nicht erklärt haben, wie man schießt und so, kann ich hier eh nicht rumballern. Diese Dinger reparieren mein Fahrzeug. Das ist dieser grüne Balken unten. Jetzt seht ihr, ich bin voll. Ich kann nichts mehr einsammeln. Weiter geht's. So. Großes Fuhrwerk gibt es hier auch. Sehr gut. Und im Laufe des Spiels wird's echt mega funny, weil man hier so viel zerstören kann. Und es fetzt alles durch die Gegend und was weiß ich nicht alles. Es gibt bei dem Game auch so ein bisschen Tuning. Also ihr könnt die Kiste aufmotzen. Die sieht dann auch optisch anders aus. Plus ein simples Level-System, wo ihr noch andere Geschichten freischalten könnt. Okay. Aber erstmal weiter hier. Shooting Range. Ich soll jetzt erstmal feuern mit meiner kleinen Standardkanone. Die lenke ich mit dem rechten Stick. Das ist vergleichbar, wenn ihr es schon mal gespielt habt, von der Steuerung mit Dead Nation. Da ist das ja auch so, dass ihr mit dem linken Stick steuert und mit dem rechten schießt. Okay, so, jetzt soll ich mit der Kanone alles abschießen. Das ist der R-Knopf. Dann schieße ich so Raketen. Und da habe ich nicht unendlich von... Die laden sich zwar automatisch wieder auf, die seht ihr unten, diese gelben Raketen unten links. Seht ihr, jetzt kann ich nicht mehr schießen, okay. Jetzt soll ich die nächste Waffe vorstellen. Ja, aber auf jeden Fall füllen die sich wieder auf. So, mit L1 soll ich jetzt Granaten schmeißen. Da lasse ich den Knopf gedrückt und kann dann im Grunde diese Bomben mir schmeißen. Und die lassen sich alle pimpen im Laufe des Spiels. Das heißt, die werden um einiges heftiger. Im Schadenswert, aber auch in der Animation. Was ziemlich cool ist später. So, Sparkbomb. Das ist so eine Spezialwaffe.
die ich glaube nur einmal pro Level habe. Und jetzt wird's gezündet und BÄM! Da wird mit einem Schlag alles auf dem Bildschirm vernichtet. Mega geil! So. Damit ich es nicht zu einfach hab, genau, wird es im Laufe des Spiels so aussehen, dass die Gegner mir natürlich auch was entgegensetzen. Zu haben. Oh Gott, ich hab wieder ein Deutsch drauf, Leute. Entgegensetzen. Können. So. Aber ich werde das Ganze überleben. Training Camp. Locker abgeschlossen hier. So. Zum Tune. In Shops braucht man diese Goldbarren. Die sind hier halb versteckt, sage ich mal, in Levels später. Unten seht ihr jetzt, ist Area 3 von 3 gefunden. Und am Anfang jedes Levels wartet immer so ein Shop auf uns. Mal rangehen. Zack. X drücken. Und da gibt es dann die Upgrades. Da greifen wir jetzt mal drauf zu. Da seht ihr schon, da kann man die Hauptkanone, die Raketen, die Rüstung kann man auch noch verändern. Das sieht man auch optisch. Und das sind die Granaten. Wir fangen einfach mal an mit der Standardbewaffnung, da wir die am meisten brauchen erstmal. So. Dann gibt es noch die Unlockables. Die Sachen, die man freischalten kann. Nach jedem Level kriegt man ein paar Erfahrungspunkte. Da kann man dann Sachen wie Optik des Mechs verändern oder so ein paar Effekte beim Gehen. Dann ein Pet gibt es auch. Ein Pet, ein Haustier, was mit einem rumläuft. Total hirnrissig, bringt gar nichts. Also diese Dinger sind eigentlich nur optischer Natur. Und am Ende gibt es dann noch, wenn man relativ lange zockt, da muss man glaube ich mehr als einmal durchzocken, gibt es das Mega-Mech für 300 Erfahrungspunkte, den es in der Mitte gibt. Der ist dann nochmal ein Schwung heftiger für den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Okay, aber zurzeit haben wir noch nichts. Da müssen wir erstmal zocken. Und das werden wir auch tun. Exit Shop. Und legen wir mal los hier. So. Okay. Bis jetzt sieht die Welt gut aus. Alles in Butter. Sobald irgendwas über uns fliegt, wird da trotzdem automatisch drauf gezielt. Müsst nur gucken, hier diese Kanone sieht ja schon, kann nicht so weit zielen. Es gibt auch Fußsoldaten mit Raketenwerfern. Yeah! Und im Laufe des Spiels gibt es auch immer mehr verschiedene Spaßvehikel. Ich muss ja sagen, ich bin ja ein riesen Fan von so Oldschool-Games. Wo man hier so, wie man gerade sieht, so ein bisschen hardcore bombardiert wird aus allen Richtungen. Das erinnert mich so ein bisschen an was ist ich, Contra und solche Spiele. Obwohl Contra ja natürlich was ganz anderes ist. Das ist ein 2D-Game. Ja, von links nach rechts. So, diese Schrauben, die ihr hier gerade gesehen habt. Die sind wichtig für die Endwertung dieses Levels. Umso mehr ihr einsammelt, umso höher ist die Endwertung und umso mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr auch. Also nicht jede Schraube sind Erfahrungspunkte, sondern es geht einfach darum, dass ihr da möglichst viele von einsammelt. Oh, das ist unser. Die verschwinden nämlich nach einer Zeit auch. Oh Gott. Sehe ich hier gerade gar nichts. Okay. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ich glaube, das ist ein Flammenwerfer, Fuzis. Ist das ein Feind? Nein. Er ist auf jeden Fall kaputt. Kaputt! Sind die jetzt da hoch? Ah, fertig. Panzer. Oh, Mann. Oh, Hilfe, Hilfe! Übertreib mal nicht, Jungs! Ja, im Laufe der Zeit wird man auch immer mehr von der Umgebung irgendwie zerstören können. Was auch teilweise richtig cool optisch umgesetzt ist. Das kann ich auch nicht auch schon zerstören. Nee, das noch nicht. Aber ist ja auch unser Trainingsplan.
Ja, ein simples Spiel. Ist keine Disc-Version. Habe ich auch noch nicht erwähnt. Also gibt es auch gar nicht als Disc-Version. Sondern ist ein reiner PSN-Shooter. Oder Top-Down-Shooter. Oder wie auch immer man sowas nennen will. Oder Actioner. Ja, also gibt es nur im PSN oder wer eine Xbox hat. Ich glaube, auf Xbox gibt es das auch. Aber wie immer, Xbox interessiert mich nicht. Soll nicht heißen, dass ich die Xbox nicht mag. Ich habe noch nie eine gehabt und werde mir auch nie eine kaufen. So, jetzt geht's hier gerade ab und ich sehe keine Gegner oder was? Achso, ich soll hier wahrscheinlich nach rechts, ne? Yep. Weiter geht's! Ja. Ich habe das Game schon durchgezockt auf dem anderen Account. Um mir das Ganze mal anzugucken, ob das cool ist. Oder ob ich das lieber gleich sein lasse. Und war durchaus begeistert von der ganzen Geschichte. Gerade wenn es dann am Ende jedes Abschnitts, also großen Abschnitts, darum geht, den großen Boss zu killen. Geht das richtig ab, weil die Bosse sind echt mehrphasig, riesig und boah, ey, einfach oldschool, hammergeil. Ey. So, die meisten Level enden aber genau so, wie wir das jetzt gerade sehen, dass wir eine kleine Area haben, wo es darum geht, mal eben alles zu töten, was da so rumläuft und möglichst nicht getroffen zu werden. Das ist jetzt hier gerade noch eine relativ simple Variante, das wird später echt noch bombastisch übertrieben, was weiß ich. Ja, aber das war noch nicht der Endabschnitt. Der wird auch angekündigt, sobald wir dort angekommen sind. Okay. So. Und dann würde ich mal sagen, dann beginnt hier der Aufmarsch gegen was auch immer uns hier angreift. Ja, komm, was ist jetzt? Soll er explodieren oder soll ich jetzt hier weiter? Los jetzt! Lass mich weiter! Ja. So, an diesen grünen Kisten, genau, ist immer sowas drin zum Reparieren. Total lustiges Spiel, wenn man es mal zu zweit zockt. Ich weiß aber gar nicht, ob es dann heftiger ist. So, jetzt werden wir hier bombardiert. Versuchen sie reinzukommen. Halte ich sie mal auf. Oder suche ich sie jedenfalls. Yeah! Der Burstfilmer lässt hier niemand durch! So, und auf geht's. Yeah, wir sind draußen. Die Standardkanone ist ein bisschen kurz geraten. Die Reichweite könnt ihr auch... Also die pimpt ihr automatisch, wenn ihr die Kanone pimpt. Weil das ist ja echt ein bisschen mega kurz. Und diese Raketen finde ich... Also ich jedenfalls kann nicht besonders genau mit denen schießen. Na, wo sind sie? Alter. Diese Flieger, die schießen oder werfen immer so kleine Bomben. Genau, die sind ja jetzt gerade auf der Brücke. Aber eigentlich sind die gar nicht so gefährlich. Oh, da ist unsere. Ja, leicht zu unterscheiden wie Fußballspieler. Blau sind meine, rot sind die Feinde. sehr gut, ey. Kommt mir vor wie Hamburg gegen München oder so. Keine Ahnung. Bin kein Fußballfan. Weiß gar nicht. Hamburg haben die blaue Trikots. Oh Gott. Vielleicht habe ich jetzt auch voll verschissen bei allen Hamburg-Fans. Egal. Und schon nicht. Ich habe gehört, Hamburg-Fans sind tolerant gegenüber Fehlaussagen. Ich habe sie ja nicht schlecht geredet. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt? Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Nein. Das ist ein Hubschrauber und noch einer, die einfach über meinen Kopf liegt. Aber auch solche Gegner werden wir später bekommen.
Aber das Spiel scheint uns da noch ein bisschen zu schonen. So, wir betreten eine zweite kleine Basis von uns, wo ich einfach mal spontan anfange, einfach alles kaputt zu machen. Auch wenn es so meine Sachen sind. Unsere. Ich sehe mich hier als Kollektiv. Oh, und wir werden belagert. Genau, und jetzt ist wieder so eine Art Area hier. Wow, oh, hier fetzen die Raketen schon wieder rum. Ihr seht, meine Leute schießen auch Raketen, aber die müsst ihr eigentlich gar nicht beachten. Also, ihr müsst wirklich nur auf die roten Dinge achten. Und ich finde, das ist auch eine gute Geschichte, weil hier so viel abgeht, dass diese roten Raketen, gute Rakete, auch echt guter Anhaltspunkt sind, um hier durchzugehen. Rot ist gleich Feind, alles andere überlebt ihr. So. Zack, zack, zack. Oh, hier ist irgendwas. Oh, Cannon Booster. Bam. Yeah, meine Cannon ist für kurze Zeit super heftig. Wollen wir gleich mal ausnehmen. Aber ich habe die Area schon geklärt, Leute. Sehr gut. Cool. Und damit haben wir das allererste Level abgeschlossen. Von massenweise anderen Level. Iron Man Trophy gekriegt. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es gerade nicht. Und ihr seht hier gerade den Abschlussbildschirm, da sind die Punkte. 291.000 habe ich für das Level gekriegt und krieg 8 Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, ob das das Maximum ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch einen Schritt höher. 8 Erfahrungspunkte ist nicht viel. So auf den ersten Blick, wenn man das mal umrechnet. Und ihr werdet im Laufe des Spiels auch immer nur so wenig kriegen. Und ihr habt ja gesehen, der große Panzer am Schluss kostet, glaube ich, 300 stand da, meine ich. Das heißt, wenn ihr 300 Erfahrungspunkte erreicht habt, könnt ihr euch dann den holen oder ihr kriegt ihn automatisch. Rüstet ihn dann einfach aus. Das war's auf jeden Fall erstmal. Ich wollte euch das ganz kurz vorstellen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Da gehen wir ins nächste Level, beziehungsweise den nächsten Abschnitt vom ersten großen Levelbereich. Es gibt hier massenweise zu tun und ich habe tierisch Bock drauf. Der Burst-Filmer sagt tschüss und wir sehen uns.